Hallo zusammen, ich bin Philipp Dukakis. Ich bin hier mit Henrik Pauli, Hafeningenieur. Der hat mich hier eingeladen, seine Baustelle zu filmen mit der Drohne und ein kleines Interview zu machen. Ich bin selber Architekt und ich finde erneuerbare Energien und nachhaltiges Bauen super spannend. Und ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und wir filmen euch mal durch die Baustelle. Ganz genau. Also, wir sind jetzt hier auf der Insel Rügen und hier entsteht ein Ferienhaus aus Hanfkalk. Hanfkalk ist ein sehr ökologischer Baustoff, das werden wir jetzt gleich drin nochmal sehen. Und ja, kommt einfach mal mit rein und dann zeige ich euch, wie es hier aussieht. Hier jetzt sind wir jetzt in dem Haus und zwar haben wir jetzt das Erdgeschoss, wurde jetzt fertig gemauert. Wir arbeiten hier mit einer Firma zusammen aus Stralsund. Das sind erfahrene Maurer, das heißt, die können am besten auch mit so einem neuen System umgehen. Auch für die war es das erste Mal, dass sie jetzt mit einem Hanfhaus, mit einem Hanfstein arbeiten. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen den Wandaufbau und wie das hier aussieht. Es hat jetzt übrigens die letzten Tage durchweg viel geregnet. Die Hanfsteine können das gut ab. Über ein paar Tage ist das kein Problem. Sollte aber natürlich wie jeder Baustoff nicht immer im Nassen sein. Ja, das ist klar. Der Baustoff besteht aus Hanfschäben, aus Kalk und aus Wasser. Und das ist auch schon alles. Und das macht diesen Baustoff eben auch so ökologisch und so wertvoll, wenn man einfach nachhaltig bauen möchte. Diesen Baustoff kann man auch schreddern und einfach im Akku unterpflügen oder im Garten verstreuen. Und das ist halt natürlich was Geniales, was wenige Baustoffe auch leisten können tatsächlich. Eine Sache, die man immer beachten muss, wenn man ein Haus aus Hanfkalk plant, ist, dass der Hanfkalk nicht lastabtragend ist. Ja, das heißt, ich brauche immer eine Tragstruktur. Bestenfalls Holztragwerk, also Holzskelett oder aber auch hier in Anlehnung an den Massivbau, an die Massivbauweise hier aus Norddeutschland mit Stahlbetonstützen und einem Stahlbetonringbalken. Die Stützen sind jetzt hier in der Wand versteckt. Ja, also die Stützen sind jetzt hier ungefähr 9 cm hier innerhalb des Steines. Und das Schöne ist eben, dass man sie außen nicht sieht und auch keinen Materialwechsel hat. Das ist für das Verputzen wichtig. Und hier sieht man eben oben die Anschlussbewehrung und dann später die Stützen noch weiter hochgehen. Hier hinter mir seht ihr jetzt die Hanfsteine. Es gibt aber auch nicht nur Hanfsteine, die man vermauern kann, sondern es gibt auch Hanfkalk in anderen Formen. Zum Beispiel kann man Hanfkalk auch einfach vor Ort anmischen, wie eine Art Naturbeton, indem man einfach die Hanfschäben mit Kalk und Wasser im Mischer, in einem Betonmischer mischt und dann in eine Schalung einfach einfüllt und stampft. Die dritte Variante ist, dass man den Hanfkalk auch sprühen kann. Gesprüht wird dann einfach auch die frische Mischung, die ist dann richtig schön klebrig. Da muss man auch manchmal spezielle Kalke nehmen. Und dann wird es gegen eine einhäuptige Schalung gesprüht mit einer Sprühmaschine. Hier haben wir jetzt das System gewählt, dass wir, das nennt sich Hempro-System von dem Hersteller Isohemp. Und zwar werden hier Hanfsteine vermauert. Die Hanfsteine haben teilweise auch Aussparungen und fungieren als Schalstein. Ja, die werden später noch ausbetoniert und das ist das, was wir drin auch schon gesehen haben. Und ich sehe, der große Vorteil daran ist, dass man die langen Trocknungszeiten spart, ja, und somit ein Haus in kürzester Zeit halt auch mauern kann und fertigstellen kann. Wetterunabhängig, weil wie man sieht, hier ist das Wetter auch nicht so bombastisch momentan in Norddeutschland. Ja, das ist ein großer Vorteil, finde ich. Ja, und vor allem ist es gut adaptierbar für eben bestehende Handwerksbetriebe, bestehende Massivbauunternehmen, die einfach schon sehr viel Erfahrung haben im Mauern und im Massivbau. Und die können dieses System eben sehr einfach adaptieren und das ist das, was wir hier auch machen. Mal rauszuziehen, oder? Oh, bricht den Stein auseinander, aber hier sieht man super, wie die Schraube sich reingefressen hat in den Stein. Ja. Das ist ja das, was es auch soll. Und das ist das, was hält. Okay, Leute, das war's. Es hat Spaß gemacht, mit Henrik hier alles zu zeigen und euch zu zeigen. Und wenn ihr mehr Informationen braucht, habe ich seinen Link von der Webseite in der Beschreibung unten. Und ich habe selber auch einen Kanal, da könnt ihr gerne abonnieren. Ich habe auch andere Inhalte wie Reisen oder tolle Ferienwohnungen.
Und ja, das war's dann. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao.